Episode 2. Verlassenes Dorf, Kakariko, Kakariko, verlassenes Dorf. Und das Schöne ist, wir haben natürlich kein Portal da oben. Das heißt, wir können jetzt wieder den gleichen nervigen Weg gehen wie vorhin. Einfach nur schön. So, wieder zum Schloss. Ich gehe jetzt extra nicht direkt zum Schloss die okkulte Kunst lernen, weil das dafür bleibt später noch genug Zeit. Wieso denn als Wolf rumreiten, wenn wir doch unser neues Gadget haben? Ah, funktioniert perfekt. So, auf Nacht sieht das Schloss eigentlich richtig cool aus. Auch wenn es ein bisschen bedrohlich ist, weil es ein böser Zauber ist, der nicht gut ist und so, aber es sieht cool aus. So. Einmal in das Gebiet und von dort aus direkt zu der Höhle. Diesmal ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Jetzt ist der Käfer schon wieder da. Wofür brauchte man die denn nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Irgendeinen Zweck hatten die, wenn man die sammelt, aber ich weiß nicht mehr was. Ist ja egal. Ah, es geht schon deutlich schneller auch zu Pferd. Böser Springer. Haha. Hat der mal eine Abheilung bekommen? So. Steig ab und lauf jetzt direkt da in die Höhle rein. So. Jetzt gehen wir mit unserem wunderschönen Stab an und können den dann hoffentlich auch wieder verwenden. Stab. Hallo Kitty! Ist das hier ein Katzendorf oder was? Gehen wir mal rein zu dir. Gibt es eigentlich noch andere Menschen? Nee. So eine klassische alte Dame mit ihren Katzen. Oh, dieser Stab, ist das etwa der Kopierstab? Bist du etwa der Hero der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesen einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnte. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Du erhältst das Kumulaner-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Kumulaner verfasst, aber der Text enthält einige Lücken. Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kumulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit dir muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dingen zu unterrichten. Okay. So, jetzt haben wir das Dokument, mit dem gehen wir jetzt, wie unser Hin- und Her-Gesetz befiehlt, wieder zurück nach Kakariko. Wie sollte es auch anders sein? Ist gerade wirklich ein ganz schlimmes Hin und Her die ganze Zeit. Sind die wahrscheinlich wieder alle draußen und sehen mich, wenn ich mich verwandeln will. Geht's hier?
Ja, okay. Ich war gar nicht voll. Lustig. Ich hatte gar nicht volles Leben die ganze Zeit. So. Einmal da runter. Zu dem fanatischen Forscher. Und dem drücken wir dieses wunderschöne Buch in die Hand. Aber dann gucken. Ich dachte jetzt gerade, da oben wäre irgend so ein Geist oder sowas. Okay. Hier bitte. Was ist das denn? Oh, sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Wow. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke nicht. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument also erstmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du noch Fragen hast, komm einfach zu mir. Alle dieser Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab der antiken Statue neben mein Haupt. In diesem alten Dokument stand also der Zauberspruch, der diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen, der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also, Link, gehen wir? Und hier? Nichts, nein? Okay. Die will anscheinend nicht. Dann eben wieder hoch. Achso, waren wir jetzt keine Rabber. Warpen. Danke. Vielen, vielen Dank. Okay. Natürlich ist da oben auf der anderen Seite der Brücke wieder eine Statue. Was bedeutet, dass ich wieder diesen ewig langen Weg gehen muss? So, da oben ist die Statue, oder? Hier oben muss der irgendwo sein. Hier irgendwo? Ich glaube, hier direkt unter mir, ja. Komme ich von da unten hin? Ja. Wie hier die ganzen Slimies rumlaufen. So. Schauen wir mal, was wir mit der anfangen können. Haben wir jetzt den Regen hier ausgelöst? Weiß es nicht. Komm mal mit. Ja, so passt gut. So, was ist hier jetzt drin? Ah, toll, ein Stempel, danke. Na, toll, dass wir den Stempel gefunden haben. So, was haben wir denn hier jetzt? Du entdeckst ein kumulanisches Zeichen. Damit kannst du einen Teil des kumulanischen Dokuments lesen. Aber anscheinend enthält das Dokument immer noch Lücken. Okay. Dann holen wir uns gleich mal den nervigsten Punkt. Den hier oben. Weil ich
dafür jetzt wieder diesen ganzen elendigen Weg gehen darf. Ist das nicht schön? Aber wir können jetzt zuerst die Statue hier unten auch mitnehmen. Dann müsste hier oben sein. Ich versuch's gar nicht erst. Genau hier. Vielleicht kann ich mit so einer Statue irgendwie an die eine Truhe beim Südtor in Hyrule rankommen. Nein, nicht lesen. Komm ich damit? Damit komme ich rüber, oder? Ja. Noch ein Schriftzeichen. Du entdeckst ein kumulanisches Zeichen, ja. So. Und um an die Truhe ranzukommen, muss ich das jetzt hier ein bisschen durchlotsen. Ja, der kommt sogar her, wenn ich gegen die Wand laufe. Äußerst praktisch. Ah, so sollte das passen. Hier hoch. Da rüber. Okay, ein bisschen zu weit. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder in die andere Richtung zu weit sein, aber schauen wir mal. Ne, passt. Wahrscheinlich wieder so ein Stempel drin. Ne, 100 Rubine. Sehr cool, damit können wir die Brücke reparieren. Bezweifeln, dass das die Brücke, dass das die steinerne Brücke ist. Ich weiß nicht mal, welche Brücke das war. Aber ich glaube eher, das hat irgendwas mit dem Südtor zu tun. Wir können ja theoretisch mal hinschauen. Wenn wir Glück haben, repariert es die steinerne Brücke und wir können von hier unten dorthin rennen. Das wäre natürlich deutlich besser. Schauen wir mal. Kann ich mich hier direkt? Ja, perfekt. So. Spenden wir mal den Rest unseres Geldes. Für den wohltätigen Zweck. Schauen wir, was der im Angebot hat. Er, sie. Achso, nichts Gutes. Okay. So. Hurra, wir haben das Geld für die Reparatur der Brücke zwischen dem Ostteil von Hyrule-Stadt und der Ebene von Hyrule zusammen. Du solltest dir diesen korrupten Laden in Hyrule-Stadt mal ansehen. Wir bitten dich noch immer um Beiträge zum Unterstützungsfonds, um die Waren in Hyrule-Stadt billiger verkaufen zu können. Ach, der will noch mehr Geld. Achso, ich habe den jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu viel geschenkt. Ich habe ihm jetzt 100 gegeben, obwohl ich... Oder alles gegeben, obwohl ich nur 35 oder sowas hätte herschenken müssen. Egal. Aber ich glaube, das war jetzt sogar die... Das war jetzt, glaube ich, tatsächlich die steinerne Brücke. Oh, bitte lass es so sein. Es wäre so schön, wenn ich da jetzt nicht wieder oben rumrennen muss. Er hat ja gesagt, Ostteil. Der Ostteil müsste eigentlich das sein. So. Bitte nicht zurücksetzen. Bevorzuge den Vorwärtsgang. So. Das sollte jetzt die Ebene von Hyrule sein und oben irgendwie den Ostteil. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir und hoffen wir das Beste. Es sieht jetzt von hier aus nicht so aus, als wäre da irgendwas repariert. Nee, ich befürchte das Schlimmste.